So, Leute, Ulje Gaming präsentiert euch den Schnitzelmeister persönlich, und zwar mich, Jakon. Und ja, nach einem verkackten Tag wie heute eignet sich zwar nichts Besseres, als Dying Light zu zocken und ein paar Zombies abzumetzeln. Beziehungsweise jetzt nochmal kurz die Story, der Story weiter zu lauschen. Und dann, wie gesagt, werde ich mal versuchen, ein, zwei Leuten auf die Mappe zu hauen, weil das passt mir heute einfach ganz gut. So, latschen wir erstmal hier rein und stellen uns Rais vor, beziehungsweise das haben wir ja schon. Na, gucken. Ich habe Rais getroffen. Jade hat recht. Was ein Psychopath. Außerdem ist er der abtrünnige GRE-Agent. Jetzt muss ich mit diesem Mistkerl kooperieren. Wegen der Mission. Und weil er jede Menge Antizin gebunkert hat. Dieser scheiß Virus. Ich habe nicht verteilte Fertigkeitspunkte. Ja, die könnte ich eben nochmal gerade reingucken, ob ich da, wenn ich nochmal ein bisschen verbessern kann. So, was ist besser? Rutschen. Durch Rutschen beim Rennen schlüpfen Sie durch Löcher in Wänden und tiefe Durchgänge. Drücken Sie zum Rutschen beim Rennen C. Das klingt schon mal nicht verkehrt. Das mag ich eigentlich ganz gerne. Und Wurf. Nutzen Sie die Bewegung angreifender Feinde, um sie herumzuschleudern. Wenn ein Gegner anstürmt, drücken Sie Alt-Taste und wählen die Richtung. Klingt auch nicht schlecht. Ich glaube, das kommt fast öfter vor, oder? Ah, wir nehmen erstmal das. Jo, jo, nehmen wir. So, was haben wir noch? Fertigkeiten. Überlebensrang. Da können wir... Das haben wir schon. Aufpushmittel hatten wir letztes Mal auch schon die Möglichkeit. Lernen Sie aus Pflanzen Aufpushmittel herzustellen, die Sie zum Beispiel mehr Schaden verursachen, länger durchhalten, nachts besser sehen lassen oder sie Angriffen gegenüber widerstandsfähiger machen. Was haben wir hier noch? Eloquent. Feilschen Sie besser. Ladenpreise sinken um 10%. Sterne des Schmerzes. Lernen Sie Wurfsterne herzustellen, die folgenden drei zusätzlichen Effekte haben. Lähmung, Feuer, Explosion. Was meint ihr? Was machen wir da? Wurfsterne ist natürlich auch nicht verkehrt. Wenn ich den mal hinkriege, gleich das Ding zu werfen. Ach komm, wir nehmen Wurfsterne. Alles klar. So. Rais. Beziehungsweise Karim. Wo ist Karim? Da bist du ja. Rais sagte, du würdest kommen. Ich bin Karim. Crane. Ein Amerikaner. Hab einen Onkel dort. Lebt in Texas. Kommst du aus Texas? Bist du ein Cowboy? Aus Chicago. Okay, Al Capone. Wir bleiben per Funk ständig in Verbindung. So weiß ich, dass du auch da ankommst, wo du hin sollst. Und wo genau ist das? Du wirst auf Antennenmasten steigen, um Kurzwellenregler einzuschalten. Die meisten meiner Männer sind zu lahm, zu fett oder zu besoffen, um so eine Aktion lebend zu überstehen. Wenn ich das mache, kriege ich das Antizin? Das liegt ganz bei Rais. Ich kann nicht für ihn sprechen. Vermass es nicht. Er mag es nämlich nicht, wenn man ihn enttäuscht. Ich würde doch niemals den Rais enttäuschen. Glaubt man. Ne, will ich eigentlich auch nicht. Ich will euch fertig machen. So, jetzt wieder so eine ähnliche Aufgabe wie auch schon bei der anderen Truppe zuvor. Der pennt hier erstmal schön. Kuckuck. Wenn ich das Rais zeige, ne? Bist du fällig. Der hackt dir mindestens eine Hand ab. Was ist denn das hier? Achso, eine Schießbude. Kann ich hier schießen? Nee. Eine Knarre wäre eigentlich echt mal was Nettes. Redest du mit mir? Redest du überhaupt? Schlaf lieber weiter. So. Aber die Mission ähnelt ja jetzt ein bisschen der ersten Mission. Wo wir die Fallen aufbauen mussten. Oder aktivieren mussten. Ich habe einen Typen namens Karim getroffen. Er ist sowas wie Rais Haushofmeister, sein oberster Handlanger.
Karim hat mir den Auftrag erteilt, ein paar Antennen für Rais zu reparieren. Es gibt doch nichts Besseres, als den Laufburschen zu spielen. Ja, ich freue mich. Aber hier kann man ja so gut laufen, deswegen macht es ja nur Sinn. So, wo muss ich hin? Ein bisschen hier raus. Ach, ist das noch schön hell. Kann mir ja fast nichts passieren. Moin, kann ich mit dir reden? Guck mal, ich habe mir schön die Waffe noch ausgewählt, die wir letztens bekommen haben von dem, der mit... Könnt natürlich mal gerade meine Dings ausprobieren. Greif ihn mal an, greif ihn mal an. Komm, komm, komm. Ja, ein bisschen viele hier. So, weggeworfen habe ich, aber ich habe trotzdem einen drauf gekriegt. Das gefällt mir gar nicht. Aber es funktioniert grundsätzlich. So, ich glaube, wir sollten uns ein bisschen beeilen, weil, ne? Dunkel und so und komische, hässliche Dreckszombies. Kann man hier hoch? Ah, ich bin ein König des Kletterns. So, wo ist es? Da hinten. Ach so. Ich telefoniere erstmal wieder mit GRE. Hallo. Frank. Bericht. Hab Rais getroffen. Kein Zweifel. Er ist Suleiman, ein echter Psychopath. Vom skrupellosen Politiker zum verkackten Warlord. Weiß er, dass Sie für uns arbeiten? Nein. Für ihn bin ich nur ein weiterer Turmbewohner, den er Faxen machen lässt, bevor er ihm Antizin gibt. Verstanden. Fahren Sie fort wie gehabt. Wir brauchen die Unterlagen. Toll. Crane, Ende. Apropos Unterlagen. Von dem Doktor, wie hieß er? Sir, müssen wir ja auch noch Unterlagen klauen, oder sollen es ja zumindest für GRE erledigen. Dann ist hier aber ganz schön viel Zombies am Start. Ich versuche mal hier jetzt ein bisschen zu metzeln. Wow. Haha, haha. Haut weg mit dir. Und hier, ich kann übrigens werfen. Als Maul. Du auch, und du auch. Au. Alter, ihr seid ganz schöne Schwänze heute. Mann, Mann, Mann. Oh, oh. Ich glaube, ich übertreib's gerade ein bisschen. Ihr seid dreckige Schweine, wisst ihr das eigentlich? Ich bin der Ninja Deluxe. Mann, warum lebt ihr immer so lange? Ist ja nicht zu ertragen. Ich glaube, irgendwie treffe ich noch nicht richtig. Ah! Jetzt kann ich erstmal mein Ding hier wieder reparieren. Nein, ich kann es nicht reparieren. Ich brauche Teile. Verdammte Scheiße. Och, wer kommt denn jetzt noch? Ja, ein bisschen Werkzeug habe ich ja noch. Alkohol. Ihr seht auch ein bisschen gleich aus. Seid ihr Zwillinge, oder? Ich glaube, ich muss ab und zu öfter ein bisschen schneller schlagen, damit das schneller vonstatten geht. So, jetzt habe ich mich hier ja voll ablenken lassen von den dreckigen Zombies. Und gleich ist es dunkel und dann bin ich sowieso Geschichte. Was gibt's denn hier so? Hört das auf? Nee. Schade eigentlich. Was ist hier los? Och Mensch. Nichts zu finden. Oh, ein brennender Zombie. Bist du bereit? Ja, ja. Was genau soll ich jetzt machen? Der Funkverkehr ist seit der Quarantäne ziemlich unzuverlässig. Diese Modulatoren verstärken das Signal, damit Rais mit den Außenposten am Stadtrand kommunizieren kann. Das ist für alle von Vorteil. Nicht nur für Rais. Vielleicht.
aber der Kaiser muss sein Reich überwachen. Ah, das wäre so ein Fetti-Fett-Fett. Da sind zwei Fetti-Fett-Fetts. Mann, was ist denn hier los? Hab ich hier wieder abgeworfen oder was? Barim, bin bei der ersten Antenne. Wenn der Strom nicht an ist, musst du ihn anstellen. In dem Schuppen am Fuß der Antenne müsste ein Schalter sein. Ja. Oh. Scheiße, Jungs, hier einmal das Auto. Nein, muss erst in den. Muss erst in den Schuppen. GRX-Paket gestohlen? Was? Wer klaut mir hier was? Wo ist denn hier die Tür? Habe ich eigentlich noch, Habe ich keine. Ich hatte doch immer noch, ein Feuerwerk hier. So kleine Böllerchen. Ah, hab ich die nicht. Wie kann ich die bauen? Böller. Nehme ich. Medikit auch immer mal bauen. Nicht schreien. Warum schreien also? Zieht mal schön ab hier. Wow. Kann der mich so treffen? Hey, der stand im Weg. Komm mal hier, komm mal hier. Ich muss ihn jetzt leider erstmal platt machen, das geht sonst nicht. Komm her, hier. Scheiße. Damn it. War ich echt zu langsam? Oder schon zu am Arsch? Naja, gut. Versuchen wir es nochmal. Diesmal vielleicht ein bisschen mehr Konzentration. Aber hier ist auch wieder ganz schön was los. Vorhin war das nicht der Fall. Ich musste ja nämlich vorhin nochmal ein kurzes Stück nochmal neu spielen. Weil der da letztens nicht gespeichert hat. Deswegen musste ich den ganzen Weg wieder zu Reis latschen. Und ich muss mich übrigens auch noch korrigieren. Ich hatte ja letztens erwähnt, dass es keinen, ja, sagen wir, richtigen Koop hat. Aber, das scheint ja doch möglich zu sein. Zumindest, dass man die Mission zusammenspielt. Von daher nehme ich das natürlich alles gerne zurück. Und vielleicht verläuft sich ja noch der eine oder andere von der Ulje Gaming Truppe mit ins laufende Spiel. Damit wir einfach nochmal ein bisschen zu zweit Action haben. So, jetzt gehen wir mal am besten vielleicht anders ran, damit die nicht da hinten gleich stehen. Was bist du denn für ein Viech? Alter, was bist du denn für ein Scheißviech? Was, leben die auch nachts oder was? Tagsüber?
glaube ich ja jetzt nicht. Jetzt bräuchte ich wieder so einen scheiß Wurfstern. Kann ich einen Wurfstern machen? Dann kann ich nämlich bestimmt die schöne, die Fässer zum Explodieren bringen. Ein Würfel. Nein, Böller will ich nicht, ich will einen Wurfstern. Fuck. Kann ich nicht. Ja, probieren wir es aber nochmal. Hau drauf! Au. Oh, der lebt ja noch! Die dreckige Wurst. Hey, hier ist eine Kiste. Ja. Weil dieser völlig irre Infizierte, dem das Gedärm aus dem Maul baumelt, mich mit giftigem Schleim bespuckt hat. Kein schlechter Grund. Alter! Und dann ist er noch wieder so ein Viech, oder was? Oh Mann! Du Scheiße! Oh, diese scheiß Explosion am Anfang. Was bist du denn für einer? Fuck, 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 fuck. Ey, du feige Sau! Ich kann es nicht reparieren, das nervt mich. Spannung, Spannung, Spannung. Hör auf, immer rumzuspucken, du Dreckiger. Was habe ich hier denn für Waffen? Ja, muss ich meinen Hammer benutzen, wa? Hau doch mal zu. Hau doch mal zu. Du verfucktes Scheißding. Hau zu. Oh, was war das? Scheiße! Das hat auf jeden Fall ordentlich Wumms gemacht. Der lebt ja immer noch. Mann! Und der lebt auch immer noch. Oh, auch noch so einer. Nix da. Kriegst immer schön wieder mit dem Hammer dein drauf. Komm hoch. Brauchst du gar nicht versuchen. Alter. Wo ist dieser komische Typ mit dem... Weg! Ah, fuck! Das läuft so nicht! Läuft so nicht!
Läuft so nicht. Läuft so nicht. Alter. Ich hab kein Medikit mehr. Ich hab kein Medikit mehr. Können wir noch eins bauen? Ah! Nö! Ey, alles ist Schrott. Ist hier noch irgendwas, was ich einsammeln kann? Wenn ich da drauf haue, geht das wohl gleich in die Luft, oder? Jungs, habt ihr eine Idee? Ich bin hier gerade ein bisschen am verzweifeln. Es sind doch eindeutig zu viele. Habe ich denn noch irgendwo was, was ich auslösen kann oder so ein Scheiß? Vor allem wird es auch bald dunkel. Irgendwo ein scheiß Lichtsignal oder sowas. Oh Mann, das gibt es nicht. Ich bin so gut wie tot. Was war's? Also entweder gehe ich jetzt gleich drauf oder ich suche mir jetzt irgendwie noch Materialien, damit ich erstmal wieder klar denken kann. Weil sonst hat das alles keinen Sinn hier. Laufen oder was? Nagelbrett, bringt das was? 19 Uhr, ist ja lutschi. Ich hab da noch eins, ne? Junge, 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 Junge. Ja, ich kann kein Medikit herstellen. Ich will doch eigentlich auch nur kurz da rein, aber durch diese verkackte Explosion. Weg, 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 weg! Ja, tolle Tipps. Tolle Tipps! Ich muss erstmal vorher ein bisschen sammeln gehen. Es geht nicht anders. Was schreit ihr denn immer noch hier? Hä? Kann ich mit dir was machen? Kann ich irgendwo hier was einsammeln? Habt ihr nicht noch ein bisschen Vorrat für mich? Hä? Geht doch gar nicht klar hier. Dann gehen wir mal kurz hier rein. Kaufen uns erstmal was. Ich habe einen Typen namens Karin getroffen. Ja. Er ist sowas wie... Immer noch nicht verteilte Fertigkeitspunkte. So. K.O. Tritt. Es besteht eine 10%... Oh, 10%, wow. Dass sie ihre Gegner mit einem Tritt ausnocken. Bewusstlose Feinde sind einfacher zu töten. Drücken sie für einen K.O. Tritt E. Wer hätte es gedacht?
Mehrfachwurf. Visieren Sie mit Wurfwaffen bis zu 3 Feinde an. Halten Sie mittlere Maustaste gedrückt, um Ihre Ziele zu markieren und lassen Sie zum Werfen los. Um die Anvisierung aufzuheben, drücken Sie linke Maustaste. Klingt eigentlich ganz nice. Aber ich habe eigentlich gar nicht so viele Wurfgeschosse, dass ich das immer benutzen könnte. Ich glaube, ich mache erstmal das. Aber jetzt muss ich mir erstmal ein paar Sachen kaufen, auch wenn ich auch kein Geld habe. Ich muss was verkaufen und dann was kaufen. Was möchtest du? Ah, mit dir rede ich später. Ich muss mich jetzt erstmal auf das eine konzentrieren. Wir könnten richtig gute Freunde werden. Das kostet alles ein scheiß Geld. So, erstmal Medikit. Dietrich. Verkaufen können wir auch erstmal ein paar Sachen. Was man halt so gar nicht braucht. So, ich hatte auch Kaffee letztens eingesammelt. Das bringt ja auch alles nix. Hier haben wir noch. Zweimal alles verkaufen. Was haben wir noch? Zigaretten. Meins ist doch voll im Eimer gewesen. Hackeböller. Die sind ja mal. Ja, das können wir auch verkaufen, weil es eh kaum noch wert. Alles würde ich jetzt nicht verkaufen, weil, ne, kann man sich ja auch noch wieder reparieren lassen. Euch nicht. Einig. Schon. Einig. Ja. So, was haben wir denn jetzt hier noch so? Ja gut. Noch ein bisschen Geld haben wir jetzt. Wir könnten uns noch was kaufen. So, so kostet das denn so viel Geld? Ist ja ein Industrie-Ehe. Erweitert jede Nahkampfwaffe um den Effekt Bluten. Naja, komm her. Wir kaufen uns das. Ja, das habe ich jetzt gelernt herzustellen. Industrie-Ehe. Eine Klinge brauchen wir noch dafür. Und dann? Aha. Naja, also. Ich würde sagen, in der nächsten Folge versuchen wir das Ganze nochmal. War jetzt eher, naja, passt eigentlich zum heutigen Tag. War scheiße, kann man so sagen. Aber von daher, nächste Folge kannst du besser werden. Vielleicht habe ich dann auch einen Plan oder sowas in der Art. Aber diese Folge schließen wir jetzt erstmal hier ab. Ist auch schon wieder eine halbe Stunde um. Ne? Also wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Haut rein. Bis demnächst. Ciao.